So, wir kommen beim dritten Yu-Gi-Oh! Part. In diesem Part wollen wir ein bisschen unseren Duellanten-Skill trainieren, auch wenn wir es eigentlich gar nicht nötig haben. Aber das Spiel verlangt halt, dass wir das jetzt bewerkstelligen. Ja, hier ist ein. Ist, ja, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal wieder ein bisschen um. Wir haben uns ja das ganze Gebäude eigentlich noch nie so richtig genau angeschaut. Und wo geht's hier lang? Hier ist eine Tür. Interessant. Hier ist so ein Balkon-Dingens. Dort geht's bestimmt ganz tief runter. So, und was ist hier? Ist hier ein Aufzug? Können wir den benutzen? Der Fahrstuhl ist elektronisch verriegelt. Oh. Warum denn eigentlich? Sind wir hier im Knast oder warum darf man die Fahrstühle nicht benutzen? So, egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Freien. Hier geht's nach Süden. Ich gehe erstmal nach Süden, auch wenn wir eigentlich nach Westen müssen, um alles zu erkunden. Denn man findet, wie im letzten Part gesehen, wie man im letzten Part gesehen hat, man findet hier auch möglicherweise ab und zu ein paar Sternchips oder auch ein paar Karten. Super, hier ist gar nichts. Ich frage mich, warum die Entwickler dann hier diesen Punkt reingesetzt haben, wenn man hier gar nichts findet. Die Trainingshalle ist im Westen des Hauptquartiers. Alles klar, dann gehen wir jetzt in Richtung Westen. Irgendwie ist es ein wenig langsamer. Im letzten Part warst du schnell und jetzt ist es etwas langsamer. Kommt mir so vor. Kann auch sein, dass ich mich irre. Naja, aber wir laufen hier ein ganz gechilltes Tempo eigentlich. So, okay. Wir haben auch die Trainingshalle jetzt schon erreicht. Gehen wir ins Gebäude. Okay, hier ist eine Arena. Speichern wir mal. Ich bin. Oh, okay. Zwei Leute. Reden wir mal mit ihm. Allerdings möchte ich vorher noch. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich jetzt schon inzwischen. Ich schaue mich hier wieder ein bisschen um. Ich glaube, ich brauche jetzt die B-Taste. Mit der B-Taste kann man nämlich rennen, aber ich weiß jetzt nicht, welche gerade das bei mir auf dem Emulator jetzt ist. Naja, wir haben ja genug Zeit, ne? Okay, das war's auch schon. Hier findet man nichts, aber es schadet ja, wie gesagt, nicht, die ganzen Orte sich anzuschauen. So. Du musst Janka sein. Ich bin Jack. Ich bin für die Duell-Puzzle zuständig. Und ich bin Nico. Ich kann dir Training für Structure Deck Duelle anbieten. Fangen wir an, ja? Du solltest trainieren, um deine Kräfte als Duellant zu stärken. In meinem Unterricht musst du ein paar Duellpuzzle lösen, die sich meine Wenigkeit ausgedacht hat. Du kannst aus 5 Fragestellungen auswählen. Mit 3 richtigen Antworten hast du bestanden. In meinem Unterricht duellierst du dich unter Verwendung eines Structure Decks. Um ein Structure Deck zu bestehen, musst du mit 3 verschiedenen Decks gewinnen. Hast du das Duellpuzzle und das Structure Duell erledigt, kannst du mit anderen Übungen weitermachen. Und wenn es soweit ist, klären wir dir, was das für andere Übungen sind. Wenn du irgendetwas üben willst, frag einfach denjenigen von uns, den du brauchst. Du kannst ohne Hemmungen dein Glück versuchen, so oft du willst. Wir werden hier warten. Okay, wir müssen jetzt, wir haben jetzt die Auswahl zwischen Duellpuzzle und Structure Deck Duelle. Ich bin kein großer Fan von Duellpuzzlen, deswegen mache ich es jetzt zuerst, damit ich es hinter mir habe. Um ein Structure Deck Duell zu bestehen, musst du mit 3 verschiedenen Decks gewinnen. Sollen wir mit dem Training der Structure Deck Duelle beginnen? Ja, los geht's. Suche dir als erstes ein Deck aus. Halt, Moment, ich wollte Duellpuzzle jetzt eigentlich machen. Habe ich das jetzt falsch gesagt? Nein, ich wollte Duellpuzzle machen. Egal, dann machen wir eben jetzt Structure Deck. Ich habe ja im letzten Part ein wenig über das Deck Invincible Fortis darüber berichtet und der Zauberkarte, die es erlaubt, die verdeckten Monster zu tauschen. Ich benutze es jetzt einfach mal, weil das meiner Meinung nach das beste Structure Deck ist. Er nennt das Deck Dragon's Roar, ein Drachendeck, wie man sicherlich vermuten kann. Okay, wir haben Schere, Stein, Papier leider verloren. Dafür gewinnen wir das Duell.
Und es geht los. Okay. Wir haben... Okay, er spielt Topf der Gier, eine verbotene Karte. Er darf zwei Karten aus seinem Deck ziehen. Hier bei den Structure Deck Duellen darf man verbotene Karten einsetzen. In den normalen Duellen allerdings nicht. Und er hat seinen Zug beendet. Okay, es sieht interessant aus. Ein verdecktes Monster und zwei verdeckte Karten. Im Dragon's Roar Deck. Normalerweise spielen die Drachen eher auf Angriff. Mich wundert es jetzt, dass er ein Monster in der Verteidigung setzt. Wir haben leider kein Monster gerade auf unserer Hand, das wir spielen können. Bis auf den Megafelsdrachen. Das ist nicht gut. Vielleicht sollte ich die hier benutzen. Die erlaubt es uns, zwei Karten zu ziehen. Allerdings müssen wir dann unsere nächsten zwei Draw-Phasen überspringen. Die können wir leider nicht spielen, denn wir müssen dafür Monster vom Typ Fels von unserem Friedhof aus dem Spiel beschwören, um die spielen zu können. Dann kriegt die die Anzahl der entfernten Karten 700, glaube ich, ne? Ja, genau, Angriff und Verteidigung. Das Punkte. Okay, ja, ich versuche mich erstmal zu verteidigen, weil ich momentan sehr aufgeschmissen bin, da ich kein Monster spielen kann. Er hat einen bewaffneten Drachen der Stufe 3 gespielt, das ist nicht gut. Jetzt ist er nämlich offen und er kann im nächsten Zug dieses Monster auf den Friedhof legen, um einen bewaffneten Drachen der Stufe 5 zu spielen. So, ich setze jetzt ein Zwangsevakuierungsgerät verdeckt, damit könnten wir sein Monster, das er spielen würde, wieder auf die Hand zurückgeben. Und wenn er keinen weiteren bewaffneten Drachen der Stufe 3 in seinem Deck hat, könnte er den der Stufe 5 nicht mehr spielen. Außer mit einer normalen Tributbeschwörung. Ja, es kommt der Effekt, den ich erwartet habe. Er bietet den Tribut und beschwört den der Stufe 5. Aber er kann uns nicht angreifen, da wir verräterische Schwerter gespielt haben. Okay, er kann uns doch jetzangreifen. Das ist nicht gut, jetzt wird er wahrscheinlich... Na, natürlich. Die Karte hat uns, hätte uns für drei Spielzüge jetzt geschützt, aber jetzt zerstört er unsere Karte mit seiner stampfenden Zerstörung, die er nur aktivieren kann, wenn ein sich ein Monster von Typ Drache auf dem Spielfeld befindet. Da kann er nämlich eine Zaubern-Fallen-Karte auf dem Feld zerstören und uns 500 Punkte Schaden zufügen. Jetzt kann ich eine Kette benutzen. Moment, wenn ich den Netzer seine Karte auf die Hand zurückgebe, dann wird dann der Effekt eigentlich annulliert, weil dann befindet sich ja kein Monster von Typ Drachen mehr auf dem Feld. Das ist eine interessante Überlegung. Wird dann der Effekt noch benutzt oder... Weil da steht ja, du kannst diese Karte nur aktivieren, aber die wurde ja bereits aktiviert. Daher ist dieser Effekt jetzt eigentlich unrelevant. Ich benutze jetzt einfach mal tollkühne Gier, um zwei Karten zu ziehen, damit wir möglichst schnell ein Monster auf die Hand bekommen. Und wir haben eins, sogar zwei. Ja, jetzt kriegen wir 500 Damage wegen der Zauberkarte, die er jetzt gespielt hat. Und jetzt wird er uns direkt angreifen. Ein Angriff wird auf jeden Fall durchkommen. Aye, wenn ich ihn jetzt sein Monster auf die Hand zurückgebe, kann er es wieder beschwören. Wenn ich seinen bewaffneten Drachen in meinem Zug jetzt nicht zerstöre. Ich könnte allerdings sein Monster übernehmen. Und... Nee, das funktioniert nicht. Auf jeden Fall gebe ich ihm jetzt seinen bewaffneten Drachen der Stufe 5 auf die Hand zurück, damit er uns keinen... Ja, keine... Oh, komm schon, Falle, Falle, bitte nicht. Jetzt hat er unsere Falle annulliert. Okay, beide Angriffe kommen durch. Das ist nicht gut. Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er Falle noch benutzt. Jetzt kriegen wir jede Menge Lebenspunkte Schaden. Daran können wir jetzt nichts ändern. Sein Deck spielt auch eher auf Angriff, wie man hier deutlich erkennen kann. Ja, wir müssen jetzt unsere Draw-Phase überspringen, da wir unsere Falle benutzt haben. So, jetzt, oh Gott, das ist jetzt nicht gut.
Auf jeden Fall spiele ich jetzt diese Karte. Das kostet uns zwar wieder Lebenspunkte und wir können es uns kaum leisten, Lebenspunkte zu verlieren, aber ich benutze jetzt trotzdem. Okay, dann benutze ich den Effekt von seinem Drachen. Das erlaubt mir jetzt eine Karte abzuschmeißen, die höher Angriffspunkte hat als sein Monster. Und ich benutze unsere Maha-Dingens-Karte. Ich weiß, ich kann den Namen nicht aussprechen. Und zerstöre sein Monster. Okay. Jetzt setze ich den großen Geist in Angriffsposition. Warum ich den in Angriffsposition setze, obwohl er weniger Angriffspunkte hat als Verteidigungspunkte ist. Der hat einen schönen Effekt, dass wir ihn in der, ja, dass wir ihn jederzeit in einer Main Phase wieder verdeckt setzen können. So, jetzt greife ich ihn mit seinem eigenen Monster direkt an. Ich hoffe, er benutzt die Falle, um sein Monster zu zerstören. Nein, mache nicht. Wir haben jetzt leider, leider haben wir dieses gegnerische Monster nicht für eine Ewigkeit, sondern es bekommt er am Ende unseres Spielzuges wieder zurück. Das heißt, ich muss mich jetzt bis dahin eine gute Verteidigung aufbauen. Sonst besteht die große Chance, dass wir dieses Duell nicht lange überstehen werden. Gut, ich könnte jetzt den Mega-Felsdrache spielen, denn wir haben jetzt ein Monster vom Typ Fels auf dem Friedhof, allerdings hätte er nur 700 Angriff- und Verteidigungspunkte, das ist mir zu wenig. Und dieses Monster ist richtig stark. So, ich beende jetzt meinen Zug. Er spielt Waffenstillstand. Fügt uns Schaden zu. Und dreht unser Monster auf. Jetzt bekommt das eins wieder zurück, weil wir die Karte Gedankenübernahme benutzt haben, die nur für eine Runde gilt. Ach, jetzt ist dasselbe auch ein wenig gierig geworden. Jetzt zerstört er unser Monster. Was macht er jetzt? Oh nein, jetzt geht's uns sein Monster durch die Verteidigung. Oh Gott. Oh je, wir verlieren 900, das ist nicht gut. Ah, uns gehen die Punkte aus. Das ist sehr schlecht, sehr schlecht ist das. Und wir müssen wieder einen Zug warten, weil wir unsere Falle benutzt haben, die er jetzt gerade auch gespielt hat. Ja, jetzt müssen wir noch einen Zug warten. Mist, das ist nicht gut. Jetzt muss ich diese Karte leider spielen. Ja, ich glaube, ich gebe nur ein Monster ab. Denn dieses Monster würde es sowieso zerstören, selbst wenn unser 1400 Punkte hätte, er würde es trotzdem zerstören. Ich hoffe, jetzt aktiviert er nicht seinen Effekt und zerstört unser Monster, dann kann er es ganz bequem direkt angreifen und wir verlieren. So, er kann auch nicht ziehen. Okay, er zerstört... Oh Gott, wir verlieren weitere Lebenspunkte. Er zerstört unsere Falle. Nee, Anketten macht keinen Sinn, die wird da sowieso zerstört jetzt. Eieiei. Jetzt zerstört er unser Monster. Oh Gott, jetzt haben wir gar nichts mehr. Weder eine Handkarte noch irgendetwas auf dem Feld und er hat ein Monster mit 2400 an. Hä? Warum ist sein Monster gerade eben durch die Defense gegangen? Habe ich jetzt einen Angriff jetzt gespielt oder wie jetzt? Habe ich einen Fehler gemacht? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Naja, aber ich glaube, wir hätten das so oder so später schon verloren. Ja, genau. Gut, ich würde jetzt dafür, dass wir ein Duellpuzzle machen. Kämpfe! Sehr schön, dann suche dir bitte eine Aufgabe aus. Beginnen wir mit dem ersten. Das erste ist meistens immer leicht. Gut, das muss ich nachdenken. Gewinne in diesem Spielzug. Okay, was hat er verdeckt? Er hat die Falle Bodenlose Fallgrube verdeckt. Aktiviere diese Karte nur, wenn wir ein Monster mit 1500 oder mehr ATK beschwören. Dann wird dieses Monster aus dem Spiel entfernt. Okay. Der Gegner hat 2600 Lebenspunkte. Wir haben auf dem Feld ein Monster mit 1600 Punkten, ein Empfängermonster. Das haben wir an Synchros auf dem Feld. Gaia-Ritter. Der Stufe 6. Wir könnten den spielen, wenn wir jetzt einen Monster Stufe 3 spielen. Affenakrobat wäre hier eine Lösung. Halt, warte, wir haben das Problem, wenn wir den jetzt spielen, benutzt das eine Falle und unser Monster wird entfernt. Also diese Möglichkeit fliegt schon mal weg. Dann den könnten wir auch nicht beschwören, denn der würde auch durch diese Falle hier zerstört werden würden.
zerstört werden würden. Ist das ein richtiges Deutsch? Ich glaube schon. Okay, dann mache ich es einfach so. Ich spiele Affen-Akrobat in Angriffsposition und greife ihn einfach mit den zwei Monstern an, ohne eine Synchro-Beschwörung zu machen, damit er seine Falle nicht benutzen kann. So schaffen wir das auch. Das ist auch das leichteste Duell-Puzzle. So, das war's schon. Und wir haben gewonnen. Ja, das war korrekt. War ja auch nicht so schwer. Gut, Abschlussbonus 200 und Siegesbonus, weil wir gewonnen haben. Jetzt kriegen wir wieder DP, das ist gut, damit wir uns später ein richtig gutes Deck zulegen können. Das ist richtig, weiter so. Gut, dann machen wir nun das zweite Duellpuzzle. Kämpfe! Und es geht los. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger als das letzte, aber auch noch schaffbar. Oder vielleicht auch nicht, verdammt. Oh je. Okay, was haben wir denn da? Diese Karte kann nicht normal gesetzt werden oder beschworen gesetzt werden. Diese Karte kann nur spezial beschworen werden, indem jedes Lichtmonster, Lichtmaschine-Typ-Monster von deiner Spielfeldseite des Feldes und aus deinem Friedhof, aus dem Spiel entfernst. Die ATK und Defense dieser Karte werden für jede entfernte Karte um 500 Punkte erhöht. Wenn diese Karte spezial beschworen wurde, wird jedes aufgedeckte Monster auf dem Spielfeld außer diese Karte zum Friedhof geschickt. Ich habe das Gefühl, diese Karte müssen wir auf jeden Fall spielen. Okay, dann haben wir noch diese Karte, die habe ich auch in Real Life Boshaftigkeit steuern. Wirf eine Karte aus deiner Hand ab, zerstöre alle offenen permanenten Fallenkarten auf dem Spielfeld. Die werden wir brauchen, um seine Schwerkraftbindung zu zerstören. Denn solange diese Karte auf dem Feld ist, können wir nicht mit einem Monster Stufe 4 oder höher angreifen. Und ich glaube, fast alle Monster haben... Ja, alle unsere Monster haben die Stufe 4, das heißt, wir können mit keinem Monster angreifen. Mit dem auch nicht, weil der hat über Stufe 4, nämlich Stufe 10. Mit Cyberdrachen ebenfalls nicht. Das heißt, können wir irgendwelche Effekte von unserem Monster auf dem Feld aktivieren? Nein, wir müssen irgendwas jetzt... Ein Akzent setzen. Okay, wir müssen 6 Monster auf dem Friedhof haben, damit wir diese Karte hier gut spielen können. Das heißt, mit dieser Karte kriegen wir alle Monster von unserem Feld weg. Dann hätten wir 5 auf dem Friedhof. Und mit der können wir den ganz leicht abschmeißen. Dadurch würden wir seine Boshaftigkeit zerstören. Und wenn wir die bespielen, dann werden auch die hier zerstört. Dann können wir mit denen 3000er One-Hitten. Das ist jetzt mein Plan. Ich setze es jetzt mal durch. Boshaftigkeit steuern, das wird jetzt seine Falle zerstören. Ich schmeiße den Cyberdrachen ab, das ist wichtig. Okay, jetzt haben wir ein Monster auf dem Friedhof. Und jetzt entferne ich diesen und alle anderen Monster auf dem Friedhof. Offen für unserem Feld aus dem Spiel. Und spiele den hier. So, jetzt müsste er laut seinen Effekt alle Gegner zerstören. Genau. Jetzt können wir ihn bequem direkt angreifen. Okay, das war's auch schon. Das war Duellpuzzle Nummer 2. Auch relativ leicht, wenn man ein bisschen nachdenkt. Und Erfahrung hat natürlich, so wie ich. Ohne jetzt angeben zu wollen, natürlich. So, wir haben dieselben Boni bekommen wie gerade eben. Richtig, du brauchst noch eine richtige Antwort. Also gut, eins noch und dann stehen uns nur noch die Structure-Deck-Duelle im Weg. Kämpfe, sehr gut. Dann such dir bitte eine Aufgabe aus. Ich nehme kurz Duell Nummer 3. Ich hoffe, es ist leicht. Okay, ein Monster, das dürfte ja nicht so schwer sein, glaube ich. Ein finsterer, bewaffneter Drache. Diese Karte kann nicht als normal beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung gesetzt werden, außer indem du genau
drei Finsternismonster in deinem Friedhof hast. Du kannst ein Finsternismonster in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um eine Karte auf dem Spielfeld zu zerstören. Alles klärchen, wir müssen irgendwie an dieses Monster vorbei. Wir haben hier auf dem Feld die Zauberkarte eine für einen, die erlaubt uns, eine Monsterkarte von unserer Hand auf dem Friedhof zu legen und wir ein Monster in Stufe 1 als Spezialbeschwörung von unserer Hand oder unserem Deck beschwören können. Gut, ich gehe davon aus, dass wir hier in diesem Duell eine Synchro-Beschwörung durchführen müssen, eine richtig gute. Was haben wir denn an Synchro-Monster? Ein Turbo-Krieger. Wenn diese Karte ein Synchro-Monster oder ein Synchro-Monster der Stufe 6 oder höher angreift, halbiere die ATK des Monsters bis zum Ende des Damage Steps. Diese Karte kann nicht als Ziel für Effekte von Monstern der Stufe 6 oder niedriger gewählt werden. Dann haben wir hier Sternstaubdrache. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, um die Aktivierung des Effekts einer Zauberfallen oder Effektmonster zu annullieren, der eine Karte auf dem Spielfeld zerstört und die annullierte Karte zu zerstören. Falls du auf diese Weise einen Effekt annullierst, kannst du diese Karte während der Endphase als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Ob wir es brauchen, kann ich nicht sagen, denn wir müssen das hier in diesem einen Zug beenden. Da ist dieser Effekt eigentlich schlecht für uns. Dann haben wir diesen Drachen hier, ich glaube, den müssen wir sogar beschwören. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, um die Aktivierung einer Zauberfallenkarte oder den Effekt eines Monsters deines Gegners zu annullieren und alle Karten zu zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Das klingt doch ganz gut. Einmal pro Spielzug kannst du die Effekte von einem offenen Monster, das dein Gegner kontrolliert, bis zur Endphase annullieren. Falls der annullierte Effekt aktiviert werden kann, kannst du ihn zusätzlich einmal als Effekt dieser Karte aktivieren. Während der Endphase lege diese Karte vom Spielfeld ins Extra-Deck zurück und beschwöre Sternstaub auch als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Dieses Monster hat zufällig genauso viel ATK, die wir brauchen, um seine Lebenspunkte auf 0 zu bringen. Ich glaube, dieses Monster müssen wir sogar beschwören. Gut, wie machen wir das jetzt? Wir müssen natürlich eine Synchro-Beschwörung durchführen. Was haben wir denn an Material? Wir haben solchen verbreitender Zombie. Du kannst eine Karte von deiner Hand auf dem Deck zurücklegen, um diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof zu beschwören. Falls du dies tust, entferne diese Karte aus dem Spiel, wenn sie vom Spielfeld entfernt wird. Also die können wir quasi vom Friedhof wieder zurückholen jederzeit. Dann haben wir schnell Ziehsynchron. Du kannst ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen, um diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst diese Karte anstelle von einem beliebigen Synchro-Empfängermonster für eine Synchro-Beschwörung benutzen. Diese Karte kann nicht als Synchro-Materialmonster benutzt werden, außer für eine Synchro-Beschwörung eines Monsters, das ein Synchron-Monster als Empfängermonster aufführt. Dann haben wir ein Nicht-Empfängermonster, verrückter Erz und der Wettler. Also dieses Monster geht durch Defense. Das muss ich jetzt, ich glaube, erläutern und geht in der Endphase wieder in die Defense-Position. Dann haben wir den majestätischen Drachen, den brauchen wir, um dieses Monster hier zu spielen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ist auch ein Empfängermonster. Dann haben wir Sternstaub Zao Long. Wenn du Sternstaubdrache als Spezialbeschwörung beschwörst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in die offene Angriffsposition beschwören. Einmal pro Spielzug, falls diese Karte durch Kampf zerstört werden würde, wird sie nicht zerstört. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt diese Karte irgendwie abschmeißen, dann können wir die jederzeit wieder zurückrufen. Genauso wie bei der hier. Okay, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Was haben wir denn? Achso, lege eine Monsterkarte von deiner Hand auf dem Friedhof. Beschwöre eine Monsterstufe 1. Von unserer Hand oder von unserem Deck? Okay, Stufe 1. Wir könnten damit den hier beschwören und den hier abschmeißen, dann können wir den wieder zurückholen später, genau. Das klingt doch schon mal ganz gut. Also ich lege den Zao Long auf den Friedhof und beschwöre dann den majestätischen Drachen. In die Verteidigungsposition, als Spezialbeschwörung. Kann ich den jetzt schon zurück? Nein. Dann...
dann muss ich jetzt erstmal kurz nachdenken. Haben wir denn so Zwischenstufenmonster, die wir spielen können? Stufe 6, okay. Stufe 4, Stufe 5. Wir brauchen noch ein Monster in Stufe 3. Wann können wir den nochmal beschwören? Ich habe den Effekt jetzt gerade vergessen. Einmal pro Spielzug. Warte, wenn du Sternstaubrauch als. Achso, wenn wir den Sternstaubrauch beschwören, können wir diese hier spielen, okay. Okay. Das Monster ist unrelevant. Das wird, glaube ich, sowieso durch irgendeinen Effekt später zerstört. Ich brauche jetzt irgendein Zwischenstufenmonster, das wir beschwören können. Ich bin mir nicht sicher. Stufe 5? Stufe 6. Dann könnten wir Turbokrieger beschwören. Oh ne, den können wir ja nur für ein majestätisches Monster benutzen. Das ist nicht gut. Aber ich könnte jetzt den hier benutzen und dann haben wir. Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher, was ich machen soll. Kann auch sein, dass ich jetzt schon verkackt habe. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich spiele jetzt den hier. Dann den hier als Spezialbeschwörung. Die lege ich auf den Friedhof. Spiele ich den hier als in die Angriffsposition. Und ja, genau. Ich habe verkackt. Dachte ich mir doch. Ich kann mir vorstellen, dass wir den hier benutzen müssen, um diese Karte. Oder nee, nicht diese, sondern diese Karte hier, diese hier aufs Deck zu legen und dann können wir diese Karte hier mit dieser Karte beschwören oder auf unsere Hand wieder nehmen. Ja, ich habe verkackt. Gut, ich mache es jetzt einfach mal nochmal. Ja, reibt mir durch die Nase, dass ich verloren habe. Spiegel, sehr nett von dir. Na, was ist jetzt? Ich habe verloren. Ist ja gut, ne? Ja. Mit majestätischer Sternbrache kannst du die Effekte deines Gegners für dich selbst nutzen. Wenn ein gegnerisches Monster von einen mächtigen Effekt hat, solltest du dies ausprobieren. Das ist mir bewusst. Ja, komm schon, quatsch mich bitte nicht voll. Das ist echt nett von dir. So, dann nehmen wir das dritte nochmal. Okay. Also, ich probiere es nochmal. Ich muss jetzt den irgendwie auf dem Friedhof dann bekommen, ne? Den kriege ich mit den Schnellziehsynchronen auf dem Friedhof. Genau, dann kann ich den jetzt speziell beschwören. Und jetzt muss ich aufpassen, was macht der Effekt nochmal? Lege eine Maskerade, beschwöre. Von deiner Hand, okay. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein Monster zurück ins Deck legen. Stufe 5, 7, 8. Ich glaube, ich muss den hier nehmen. Ich mach's jetzt einfach mal. Kann auch sein, dass ich falsch liege. Okay, dann mache ich das jetzt so. Lege Xao Long auf dem Friedhof und speziell beschwöre den hier. Das müsste für eine Synchro. Nein. Nein, nein. Eins. Moment. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ja, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich muss den hier beschwören irgendwie. Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt reibt mir das Spiel das wieder schön unter die Nase, dass ich gefailt habe. Schön, danke. Schönen Dank auch
Ja, ich weiß, dass es falsch ist. Das kann ich mir schon denken. Sehr freundlich von dir, Spiel. HDL. So. Jetzt gibt er uns wieder diesen Tipp, den er uns vorhin schon gegeben hat. Weil es so nett ist. Okay, alle guten Dinge sind drei. Also, kämpfe. So, immer wieder das dritte. Gewinne diesen Spielzug, das habe ich auch vor. Okay, jetzt nochmal scharf nachdenken. Wie machst du es jetzt am besten? Also das ist auf jeden Fall ziemlich richtig, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, mit dieser Option bin ich auch richtig gut geraten hier. Dann muss ich den Effekt hier jetzt benutzen. Ne, den hier, zack. 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 So, jetzt ist es entscheidend, welches Monster ich wähle. Zack. Zack. Dann 5, 6, 7. Ich probiere jetzt einfach ein bisschen rum. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht aber auch nicht. Und schon wieder versagt. Spiel, reib es wieder mir unter die Nase, genau. Ja, dieses Mal habe ich nicht nachgedacht. Da gebe ich jetzt auch, da bin ich jetzt ehrlich, ich habe da gerade echt nicht nachgedacht, habe einfach rumprobiert. Aber das ist auch eine Möglichkeit, es zu schaffen. Allerdings dauert es halt auch ein bisschen länger. Es gibt uns zum dritten Mal diesen Tipp. Eigentlich reicht es doch, wenn man den Tipp beim ersten Mal schon gibt. Ich meine, so dumm ist man jetzt eigentlich nicht. Oder im letzter Part kommt nicht an Kisten vorbei. Okay. Probieren wir es ein weiteres Mal. Ich schaff es schon. Ich habe da vollstes Vertrauen in meinem Yu-Gi-Oh! Skill, dass ich das schaffe. Okay. Das hier. Auf dem Friedhof schmeiße ich den hier. Kriegen wir den Spezialbeschwört aufs Spielfeld. Dann Empfänger, Empfänger, kein Empfänger, Empfänger. 5. Ich beschwöre jetzt mal den hier, weil wir brauchen ja ein normales Monster auch. Als nächstes muss ich irgendetwas. Genau. Ich glaube, den Schälung brauche ich nicht. Den lege ich mal zurück ins Deck und spiele den hier. Dann vier. Ja, das ist zu viel. 7, 6, 6. Haben wir eins der Stufe 6? Turbosynchron. Okay, dieses Monster fliegt weg. Das können wir nicht einmal spielen. Turbosynchron haben wir nämlich nicht hier drin. Sternstaubdrachen müssen wir beschwören, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Da brauchen wir eine Synchrobeschwörung der Stufe 8. Gut, wir brauchen jetzt nur noch ein Monster, ein normales Monster. Das wäre dieses hier. Ah, ich hätte es anders machen sollen. Ich hätte nicht diese Karte zurück ins Deck legen sollen. Ich hätte nicht diese Karte zurück ins Deck legen sollen, sondern diese, glaube ich. Schauen wir mal nach. Vielleicht habe ich es auch richtig. Bin mir nicht sicher. Ah ja, jetzt können wir hier. Hey, Turbokrieger? Haben wir doch Turbosynchron jetzt, oder wie? Turbosynchron? Ich bin verwirrt. Turbosynchron ist doch gar nicht hier. Es ist höchstens ein Schnellziehsynchron auf dem Feld, aber ich bin verwirrt.
tut mir leid, Leute. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ob es klappt, kann ich nicht sagen. Und jetzt können wir den hier beschwören. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ich probiere jetzt einfach rum. Tada! Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft, den Sternstaubdrache zu beschwören. Jetzt können wir den Xiaolong. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich habe jetzt bloß den Fehler gemacht, dass ich den hier normal beschworen habe. Das ist der große Fehler gewesen. Ich hätte nicht den beschwören sollen, sondern ich hätte. Ich zeige es euch mal schnell. Ich hätte den hier beschwören sollen, normal. Dann könnten wir jetzt nämlich dieses Monster hier spielen. Okay, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt muss ich nur noch meine Gedanken wieder ordnen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Zum wievielten Mal haben wir jetzt versagt? Zum vierten Mal ist es jetzt, oder? Oder fünfte Mal? Ich weiß nicht. Ja, muss ich das kommentieren? Ja, komm, ja, erzählt uns wieder, was wir falsch gemacht haben. Okay, ja, nochmal. Kämpfe! Und das dritte, das ist ganz schön umständlich, das immer wieder neu auszuwählen. Kann man hier das nicht während dieses Duells neu resetten oder sowas? Okay, also, wichtig, zuerst den hier normal beschwören. Dann den hier spezial beschwören. Den hier auf den Friedhof legen. Den hier dann beschwören. Als nächstes. Den hier spielen. Und ich glaube, Moment. Lege eine Monsterkarte. Ja, genau. Dann den hier aufs Deck zurück. Den hier spezial. Als nächstes Zauberkarte benutzen. Erzunterwäldler auf den Friedhof legen. Und Xiaolong spezial beschwören. Als nächstes Synchro beschwören durchführen. Turbokrieger spezial beschwören. Synchro mit der hier. Synchro-Beschwörung ist durchgeführt. Als nächstes das beschworene Synchro-Monster synchronisieren mit dem Empfängermonster, solchen verbreitender Zombie. Das haben wir Sternstabdrache beschworen. Jetzt aktiviert sich der Effekt von unserem Xiaolong. Und wir kriegen den Spezialbeschworen aufs Feld. Jetzt können wir die Synchro-Beschwörung durchführen, um den majestätischen Sterndrache zu beschwören. Und jetzt haben wir endlich unser Monster spielen können, was wir brauchen. Gut, jetzt muss ich mir den Effekt nochmal durchlesen. Ich will jetzt nichts falsch machen. Du kannst diese Karte erst gut anbieten, um die Effekte zu annullieren. Und alle Karten zu zerstören. Einmal pro Spielzug kannst du die Effekte von einem offenen Monster, das den Gegner kontrolliert, bis zur Endphase annullieren. Falls der annullierte Effekt aktiviert werden kann, kannst du ihn zusätzlich einmal als Effekt dieser Karte aktivieren. Während der Endphase lege diese Karte vom Spielfeld ins Exil zurück und beschwöre. Was ist denn sein Effekt?
Ich kann ein Finsternismantel von meinem Friedhof aus dem Spiel nehmen, um eine Karte zu zerstören. Ja, und vielleicht nichts anderes übrig, ich muss den Effekt jetzt benutzen. Vereitle ein Monster. Ja, das ist der einzige Effekt, den wir gerade benutzen können. Okay, jetzt haben wir den Effekt übernommen. Jetzt benutze ich den Effekt. Jetzt kann ich ein finsteres Monster vom Friedhof aus dem Spiel nehmen. Das ist unser Erzunterwäldler. Und jetzt kann ich sein Monster zerstören. Und jetzt können wir ihn ganz bequem direkt angreifen und gewinnen das Duell. Oh, das war jetzt schon ein etwas schwierigeres Rätsel. Auf das kommt nicht jeder. Dann braucht man Erfahrung, um so ein Rätsel zu lösen. Oder man probiert einfach rum, so wie ich es gerade getan habe. Gut, wir haben jetzt unser Soll erfüllt. Das ist richtig. Du hast soeben dein Duell-Puzzle-Training abgeschlossen. Und jetzt denk daran, dass du auch dein Structure-Duell-Training beenden musst. Das machen wir allerdings erst im nächsten Part. Ich war mal wieder viel zu lange in dieser Aufnahme. So, okay, dann speichere ich und im nächsten Part kümmern wir uns um die Structure-Deck-Duelle. Und bis da, ja, ich wünsche euch dann bis dahin noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.